Ja? Ja, fangen wir von hinten an, ne? Wo wollen wir hin? Zu dem da, ne? Und jetzt m teilt a mal c minus b mal d. Okay. So. Wie kommen wir da hin, wenn wir von da losgehen wollen? Und wir können jetzt noch rückwärts laufen. Was meinen Sie? Sie haben das Problem formuliert. Wir brauchen das Multiplikationszeichen, ja? Sie haben sich gemeldet oder? Nee? Ja? Ah, wir könnten jetzt beides miteinander multiplizieren. M teilt A minus B mal C minus D, ne? So. Und dann? Ausklammern, ne? M, also ausmultiplizieren. M teilt A mal C minus B mal C, mach's mal ein bisschen schneller. A mal C minus B mal C plus A mal D minus B mal D. So. Oder? Ne, plus B mal D. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, oder? Minus B mal D plus... Nein, minus B mal... Ach, jetzt warten Sie mal. Also, A mal C minus B mal C, doch. Plus A... Minus A mal D plus B mal D. So, jetzt. Okay. Wie geht's weiter? War schon ganz guter Schritt, aber wir haben ein Problem. Wir können, also A mal C haben wir jetzt, aber der Rest passt irgendwie nicht dazu, ne? Ja? Wenn wir jetzt von rückwärts ausgehen, dann kann man noch daraus schließen, dass M auf A mal C teilt und M auf B mal D teilt. Nein. Nicht, kann man das, also nee, hatten wir vorhin gehabt. Das ist dann doch die Voraussetzung, dass das funktioniert. Ist doch das. Ach so, ah ja, okay. Also... Ja, ja, okay. Die Voraussetzung M teilt A mal C und M teilt B mal D. Daraus kann man das dann schließen, ne? Ja. Also, wenn man jetzt vorwärts denkt, dann würde das passen, genau. Ja, auch eine gute Strategie. So, das ist der weitere Knackpunkt bei Beweisen. Man kann nicht einfach systematisch von vorne nach hinten arbeiten oder irgendwie umformen, sondern man braucht auch irgendwie eine kreative Idee. Das war eine ganz gute Idee, führt aber nicht weiter. Das war auch eine gute Idee, führt aber nicht weiter. Oh, ja? Nochmal? Die da? Ja, genau. Ja. Kannst du mal auf der einen Seite C ausklammern, auf der anderen Seite D ausklammern? Ach so, also jetzt A mal C minus? Minus B mal C. Ja. Minus A mal D. Ja. Plus B mal D. Genau. Jetzt klammere ich hier das C aus, ne? Ich darf jetzt hier das nicht einfach in A umbenennen. Das darf ich nicht machen. Jetzt um da hinzukommen, ja? Ach, dann ist das mein A. Auch eine gute Idee, es mal auszuklammern, funktioniert aber auch nicht. Ich muss einen Blick auf die Zeit. Ich gebe Ihnen mal den Tipp, den entscheidenden. So. Das war schon sozusagen. Ein Schritt in die falsche Richtung macht aber nichts. Das ist beim Beweisen so. Man geht mal falsche Wege. Das dauert, einen richtigen Beweis zu finden. Ja? So.
Es dauert, den richtigen die richtige Beweisidee zu finden. Das ist ganz normal, dass man solche Dinge, dass man erstmal Irrwege geht. Das ist ganz normal. Ja? Lass dich dadurch nicht entmutigen, wenn Sie jetzt bei einer Übungsaufgabe sitzen und da nicht weiterkommen. Es ist normal. Man findet erstmal nicht den richtigen Weg. So. Eine Idee wäre, wenn ich weiß, dass m a minus b teilt, dann teilt m auch a minus b mal c. Ich multipliziere einfach c mal ran. Kann ich machen. Wenn m a minus b teilt, dann teilt m auch a minus b mal c, weil es ja schon a minus b teilt. So. Sieht jemand, womit ich das hier multiplizieren muss? Ja? Ja, genau. M teilt C minus D mal B. Und was machen wir jetzt? Jetzt addieren. Wenn M das teilt und M das teilt, dann teilt M auch A minus B mal C plus C minus D mal B. Wie geht's weiter? Ausmultiplizieren. Daraus folgt M teilt A mal C minus B mal C plus, ich ziehe das B jetzt mal von dran, plus B mal C minus B mal D. A mal C minus B mal C plus B mal C minus B mal D. Dann fällt das weg. Fertig. So. Da wären Sie auch drauf gekommen, wenn wir jetzt noch Zeit gehabt hätten. Ja. Naja, das ist... Beweisen ist ein Prozess. Der läuft nicht automatisch ab. Sondern nur... Lassen Sie mich das noch sagen. Beweisen ist ein Prozess. Lassen Sie mich das noch sagen. Psst. Beweisen ist ein Prozess, der läuft nicht automatisch ab. Es ist kein Automatismus, den man abspult und dann hat man den Beweis. Sondern es ist ein Problemlöseprozess mit einem Problem und man braucht zum einen kreative Ideen, zum anderen aber auch sogenannte heuristische Strategien. Bestimmte Bearbeitungsstrategien, die einem dabei helfen, das Problem zu lösen, einzuengen, dass man klarer sieht und so weiter. Von vorne und von hinten gleichzeitig zu arbeiten, ist eine heuristische Strategie. Die ist aber keine Garantie dafür, dass Sie die Beweisidee kriegen. Die Beweisidee entwickelt sich erst, während Sie mit dem Beweis arbeiten, heuristische Strategien anwenden und vielleicht auch mal in falsche Richtung laufen. Okay? So, bis nächste Woche.